Hallo zusammen, in diesem Video schauen wir uns drei Nährstoffe genauer an, die dein Immunsystem massiv stärken. Gerade jetzt in der kälteren Jahreszeit leiden wieder viele Menschen unter Erkältungen oder auch Grippe. Ja, durch die richtige Ernährung bzw. durch die richtigen Mikronährstoffe können wir den Verlauf aber sehr, sehr positiv beeinflussen. So, und jetzt mal zu den drei Nährstoffen. Ja, Vitamin C ist vermutlich der bekannteste Nährstoff, wenn es darum geht, das Immunsystem zu stärken. Vitamin C ist auch eines der stärksten natürlichen Antioxidantien überhaupt. Ja, es schützt unsere Zellen und auch zahlreiche andere Substanzen vor der Oxidation. Zudem stärkt Vitamin C das Enzymsystem der Leber, was wiederum günstig ist für die Entgiftung von Blut, aber auch für die Ausscheidung von Medikamenten oder toxischen Substanzen. Übrigens besitzen gerade toxische Substanzen für sich genommen schon mal eine sehr immunschwächende Wirkung. Das dürfen wir auch nicht vergessen an der Stelle. Außerdem fördert Vitamin C die Aufnahme von Eisen. So, und wenn du jetzt eine akute Erkältung hast, dann hast du beste Chancen, dass durch die Einnahme von Vitamin C die Dauer der Erkältung verkürzt wird und dass die Heftigkeit der Symptome deutlich milder verläuft. Von der Dosierung her, da kannst du auch wirklich im akuten Krankheitsfall mehrere Gramm täglich an Vitamin C einnehmen. Falls es aber dadurch zu Durchfall kommt, dann würde ich wieder etwas runterfahren. Vitamin A gehört ebenfalls zu den stärksten natürlichen Antioxidantien. Es sorgt für eine gesunde Haut und auch Schleimhäute. Ja, und damit bildet es quasi die Barriere zwischen dem Körper einerseits und der Außenwelt andererseits. Und dabei bietet es einen effektiven Schutz vor Bakterien, Viren oder auch Parasiten. Insgesamt bietet die Einnahme von Vitamin A ja ganz klar eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber Infektionen. Zudem fördert es die Bildung von Antikörpern und damit eben auch eine bessere Wirksamkeit unserer weißen Blutkörperchen gegenüber Infektionen. Übrigens erhöht ein Mangel an Vitamin A das Risiko für Infektionen um das 2- bis 3-fache. So, und im akuten Erkältungsfall, da kannst du hier auch bis zu 100.000 internationale Einheiten täglich einnehmen an Vitamin A. Nach den Vitaminen kommen wir jetzt zu den Spurenelementen und damit zu Zink. Ja, Zink wird aus meiner Sicht extrem unterschätzt, weil es spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle bei der Immunantwort des Körpers. Wie die Vitamine A und C wirkt Zink ebenfalls sehr antioxidativ und zudem wirkt es auch Schwermetallvergiftungen entgegen, die ja auch für sich genommen ja schon wieder ein immunschwächender Faktor sind. Die Einnahme von Zink ist bei akuten Infekten besonders gut wissenschaftlich untersucht übrigens. Ja. Zink wirkt antiviral, antibakteriell und auch entzündungshemmend. Zink alleine ist schon mal in der Lage, die Dauer von Erkrankungen, also ich sag mal Erkältungen in dem Fall, im Optimalfall auf die Hälfte zu reduzieren. Von der Dosierung her, ja, da können während der gesamten Krankheitsdauer 60 bis 100 Milligramm täglich eingenommen werden. Ja, und dabei lindert Zink eben auch die Symptome wie Halsschmerzen, Schnupfen oder auch Husten sehr, sehr zuverlässig. Ja, wenn wir uns darum bemühen, unser Immunsystem auf natürliche Weise zu stärken, dürfen wir nie vergessen, dass wir eigentlich das ganze Jahr über ein starkes Immunsystem brauchen, nicht erst in der kalten Jahreszeit, weil oft ist es so, die Erkältung in der kalten Jahreszeit ist quasi das Ergebnis eines schwachen, unzureichenden Immunsystems, ja, das wir versäumt haben, vorher schon aufzubauen. Auch Schlafmangel ist übrigens eine große Belastung für unser Immunsystem oder auch psychische Belastungen wie Stress, Angst oder Depressionen und auch Rauchen, dürfen wir nicht vergessen, erhöht das Infektionsrisiko direkt,
weil dabei eben viele freie Radikale freigesetzt werden. Gleichzeitig schwächt Rauchen auch direkt den Vitamin-C-Status und reduziert damit auch die Anzahl der weißen Blutkörperchen, also ja, quasi der Essenz unseres Immunsystems. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns gerne einen Daumen nach oben und abonniere auch gerne den Kanal, ja, unterhalb und am besten mit der Glocke.